Es gibt sehr viele Prüfungen, das Tupac lebt. Zum Beispiel, jeder weiß doch, dass Tupacs magische Zahl 7 war. Er überlebte am 7., 8., 9., 10., 11. und 12., starb aber am 13. Dies sind 7 Zahlen. Er starb auch um 4 hoch 3 Minuten. 4 plus 3 ist 7 und wurde 25. 2 plus 5 ist auch 7. Er starb in 1996. Das ist 1 plus 9 plus 9 plus 6. Und das ist 25. 2 plus 5 ist 7. Er wird in 2014 zurückgehen, weil 2 plus 0 plus 1 plus 4 7 ist. Es gibt sehr viele Songs, die etwas mit seinem echten Tod zu tun haben. Er täuschte nur seinen Tod vor, denn er sagte kurz bevor er starb, er will nicht mehr im Rampenlicht stehen, sondern nur ein einfacher Gangster sein. Es gibt noch Millionen von Kleinigkeiten. Aber heute um 10 Uhr haben wir ein E-Mail bekommen, wo es ein Video gibt, wo wir sehen können, dass Tupac lebendig ist und in Kuba wohnt. Jermaine Dupri, because he fucked with Janet Jackson, and I don't know why, but he just dissed Mace. I need y'all to be quiet, man. Holla back exclusive, Marley Manson, yo. Watch, watch. They go pop with his motherfucking homies right now. He holding a fucking coke. Look, look, zoom in. That's Pop, man. He with the fucking Outlaws. And Reg from Holla Back is trying to be friendly and get autographs and shit. Holla back exclusive, baby. Holla back. Kenia-somalische Rebellen angegriffen, das Handelszentrum für sie hatte einen detaillierten Plan vorbereitet. Zusätzlich zu der Szene, die sie zuvor verstecken geworfen hatten. Am Samstag fielen die muslimischen Extremisten das Handelszentrum Westgate in Nairobi. Die Angreifer nahmen Geiseln und könnten Polizei und Armee bis gestern zu halten von dem Handelszentrum. Gestern Armee brach in dem Gebäude. Über ganz Deutschland bekannt gewordene mehrfunktionale Stücke sind eigentlich gefährlich. Am Sonntag machten unsere Experten ein Experiment. Sie testeten verschiedene Funktionen von Stock. Sie gebrauchten den Stock als Hand und der Stock explodierte. Zwei Personen waren verletzt und eine Person wurde von Ärzten behandelt. Bei der Analyse der Bestandteile der Stücke kam heraus, dass es in den Stücken toxische Naphtamischungen gibt und die Stücke Krebs verursachen. Die Stücke reichen an die Ansprüche von der Europäischen Union nicht heran. Forschung zeigte, dass der Import der Stücke illegal ist. Wir bekamen keine Kommentare von Importer von Stücken. Er ignorierte unsere E-Mails und Anrufe. Die Polizei begann die Ermittlung. Dankeschön. Das Wetter. Heute haben 32 Kernwaffen in Deutschland explodiert. Der Kernmeter endet in 3 Jahren. Die Temperatur in Berlin ist 40 Minusgrad und in München ist die Temperatur 50 Minusgrad. In Italien regnet es Frikadellen. In Nordkorea regnet es nicht, die Sonne scheint und die Menschen sind fröhlich, alles wegen des großartigen Führers Kim Jong-un.